Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's View. Ich fange jetzt einfach mal neu an mit dieser Perspektive. Normal habe ich die Let's Views eigentlich immer gemacht, dass ich eigentlich direkt in die Blickansicht gehe. Das möchte ich jetzt ändern. Ich möchte diese persönlich kurz vorstellen und dann gehen wir in die Betrachtungsansicht und schauen uns jede Seite des Ganzen genau an. Worum dreht sich diesmal? Um mein Sticker-Album der World Wrestling Federation von Merlin Sticker. Das Sticker-Album habe ich in meiner Jugendzeit sozusagen geklebt. Es hat mal 2 D-Mark gekostet und ist so um 1994 herausgekommen. Hier so schön mit Crush auf der Rückseite. Aber das schauen wir uns auch genauer gleich an. Wie gesagt, das habe ich in meiner Jugendzeit geklebt. Da war ich großer Wrestling-Fan. Ich war, glaube ich, gerade aus meiner Ausbildung raus oder in den letzten Zügen meiner Ausbildung, als das rauskam. Ja, also das Sticker-Album schauen wir uns jetzt ganz genau an. Das Cover dieses großartigen Sticker-Albums mit dem Undertaker, er sagt einfach alles aus. Ist das nicht cool? Ja, das hatte mich fasziniert und ich war damals wirklich Wrestling-Fan. Ich habe gerne die Sendung auf RTL 2 geguckt, später gab es ja auf Tele 5 und so weiter und jetzt ja auf ProSieben Max, aber damals habe ich das geguckt jede Woche. Ich glaube, 2- bis 2-mal die Woche gab es das. Ja, und das Album habe ich mir natürlich auch gekauft vom Merlin Verlag. Vollständig hatte ich es nicht. Ihr habt ja mein letztes Video gesehen, wie ich es vollständig geklebt habe. Das ja, Kindheitsalbum ist vollständig und das macht auch Spaß, sich das dann auch genauer anzuschauen. So, hier haben wir ein Vorwort von Carsten Schäfer. Er war ja sozusagen das deutsche Sprachrohr für uns. Er hat die Lanze gebrochen, dass wir eben halt das auch in Deutschland hatten. Er war sozusagen das Aushängeschild. Er hat es kommentiert mit seinem Kollegen zusammen und ja, sozusagen, das ist das Deutschland Exklusive. Ich glaube, das Album selbst ist auch in England und so erschienen. Aber egal, wir schauen uns das jetzt mal an. Hier habe ich wunderbar in Holo-Sticker-Optik das WWF-Logo, inzwischen ja WWE, World Wrestling Entertainment, damals World Wrestling Federation. Das WWF mochte der World Wildlife oder die World Wildlife Foundation nicht wirklich. Diese Tierschutzorganisationen, und dann gab immer wieder jahrzehntelange Klagen. Irgendwann haben sie sich dann gütig geeinigt und dann hat die World Wrestling Federation das in World Wrestling Entertainment umbenannt. Ja, hier sehen wir noch so ein schönes Bild von so einer Live-Veranstaltung. Ja, und hier von einem Royal Rumble sehen wir ein schönes Motiv, das ist so ein schönes Dreierbild. Übrigens, die Holo-Sticker sind die besonderen gewesen, das wusste ich damals auch nicht. Und es gab Silberbilder, Holobilder sind etwas wertvoller im Sammeln, aber dass ich die Nummer 1 dank dem lieben Mate in Holo-Optik habe, das freut mich besonders. So, weiter geht es. Lex Luger, der All-American Hero. Interessante Doku über ihn gibt es auch von der WWE rausgebracht, also wirklich eine Fernsehsendung, die auch interessante Themen beleuchtet, dass man große Stücke auf ihn gebaut hat, dass man ihn zum neuen Hulk Hogan sozusagen Status erheben wollte, was er nie geschafft hat. Auch der Druck, glaube ich, der da herrschte, war viel zu groß. Er fühlte sich nie so wohl, wie er es gern gehabt hätte, aber er hatte coole Matches, das muss man lassen. Wir haben ihn ja wirklich wie den American Hero aufgebaut. Hier sehen wir auch die richtig schönen Motive und hier können wir auch sehen den Unterschied. Holo-Sticker, obwohl, nee, das ist auch ein Holo-Sticker. Beides Holo-Sticker. Ja, kann ich im Schrägen, wenn ich es so, ich sehe es ja ein bisschen schräger, nicht ganz so sehen. Ja, auf jeden Fall hier so ein richtig schönes Bild, wie sie ihn geehrt haben. Auch Macho Man Randy Savage. Ja, ach Mensch, das sind die ganzen Legenden. Viele sind ja leider schon verstorben. Er sitzt selbst im Rollstuhl nach, ja, fast Unfällen, Drogenmissbrauch und Medikamentenmissbrauch. All diese Dinge. Ja, richtig cool. Coole Momente, haben so richtig schöne Aufnahmen hier gewählt. Hier so ein kleiner Text eben halt. 1993 war spektakulär, war das Jahr für ihn. Beim Royal Rumble konnte man das erste Mal sehen. Ja. So, eine Legende bei der WWF oder WWE, Bob Backlund, Jahrzehnte dabei, hier ja schon von 78 ist er schon dabei, kehrte dann eben halt Jahrzehnte später zurück. Er war so ein bisschen mehr der Klassiker, der Retro-Typ. Ja, hier können wir sehen. Holo, Silbersticker. Ja, er war sozusagen, hat die normalen Werte eben halt vertreten, so dieses klassische Ring eher, ne, als Wrestling. Kam aber irgendwann nicht mehr so an, wurde ein bisschen mehr als durchgeknallter Irrer da fortgeführt. Lief auch nicht so super, ja. Aber er hat trotzdem gute Matches, er konnte richtig gut wrestlen. Das muss man ihm lassen. So, nächste Seite. Ja, nichts geht über den Undertaker, ne? Das ist so. Der Undertaker ist legendär, die Legende schlechthin. Das Gimmick ist unbezahlbar. Er hat es ja selbst gelebt, das Image. Das heißt, er hat all sein Privatleben bis zu seiner, ja, Beendigung der Karriere fast geheim gehalten, sozusagen, damit er den Undertaker auch immer würdigt, bis zuletzt. Das ist echt Wahnsinn. Er hat ja auch nie ein normales Interview vorher gegeben, erst hinterher, als er sozusagen vorbei war. Und auch deine Dokumentation ist großartig. Ist sehr, sehr interessant, weil er ist beeindruckend. Ich durfte ihn einmal bei einer Live-Veranstaltung sehen. Da habe ich ein paar Fotos bei einem anderen Video eben halt präsentiert, die ich mal gemacht habe. Ich auch so in den 90ern herum. Ich glaube, 94 könnte es sogar auch gewesen sein. Das, ja, das werde ich hier einfach mal verlinken. Auch richtig cool. Da habe ich ein Programmheft durchgeguckt. Ja, richtig cool. Hier diese Pose, wie er sozusagen zur Urne blickt, ne, seine Griffe, er ist immer sehr, sehr in der Figur drin. Paul Bearer auch, passt perfekt zu ihm. Er kam ja mit einem ganz anderen Charakter damals in die WWF als Manager, aber Paul Bearer war die beste Wahl. Ja, haben wir nochmal Paul Bearer, auch leider verstorben inzwischen, auch richtig klasse. Er wirkt wirklich wie auch einer aus der Addams Family, er könnte echt dazugehören, überhaupt der Undertaker könnte Teil der Addams Family sein. Er lebte die Figur. Das Witzige war, er war wirklich in seinem Leben Totengräber, aber er konnte ja mit seinen Gemassen umgehen. The Model Rick Martell. Ich muss sagen, so viele Matches von ihm habe ich nicht gesehen. Die wurden nicht so unbedingt, es wurden ja nicht alle Figuren, die wir jetzt hier drin sehen, komplett gezeigt im deutschen Fernsehen. Im englischen oder amerikanischen mag es anders gewesen sein. Da wurden, glaube ich, die Matches so ein bisschen besonders gezeigt. Abgesehen jetzt von den Großveranstaltungen, die habe ich meistens auf Videokassette gesehen, denn am Anfang wurde die auch nicht im TV gezeigt. Ja, auch sehr cool. Mein Lieblingswrestler, Bret the Hitman Hart. Auch ihn habe ich live gesehen, das ist beeindruckend. The Excellence of the Execution, the best is, best there was and best there ever will be. Auch eine Legende, auch weil er aus der Generation, ja, sein Vater war auch schon Wrestler, hat viele Brüder, die alle gewrestelt haben, aber die meisten waren nicht so erfolgreich wie er. Er war eigentlich das Aushängeschild. Erst eine schwere Verletzung hatte im Nacken, musste seine Karriere beenden, viel zu früh, doch damals sogar. Aber cool, absolut cool. Auch immer ein Fan, aber Wahnsinn. Diesel, ja, hier sieht man ihn mehr in so in dem Stil, wie er eigentlich noch Bodyguard war. Er kam als Bodyguard von Shawn Michaels, also auch hier im Trainingsoutfit. Und er kam immer so als der Trucker, der Biker herein. Er war auch ein Riesentyp, ne, mit seiner, ja, er hatte so ein brachiales Kämpfen. Das Witzige, er ist Schauspieler geworden. Er ist später richtig Schauspieler. Wir haben ihn in vielen Rollen gesehen. Er war Superschredder in Turtles: Secret of the Ooze. Er spielte einen, ja, was war es auch? Ein Türsteher in John Wick 1, muss das gewesen sein. Und er spielte auch in DOA, Dead or Alive, spielte er auch einen, ja, Kampfcharakter, den Vater von Tina Armstrong. Richtig cool. Auch richtig coole Bilder. Ja, auch The Legend, ne? The Real American oder so, Hulk Hogan, einer der Figuren überhaupt, der das Wrestling angepusht hat, wie kaum ein anderer in diese bunte Ära, diese verrückte Ära. Wahnsinn. Ne? Alles coole Bilder hier, so auf dem Motorrad. Er versucht immer cool aufzusehen, auch immer fannahbar und ja, hat eigentlich wie kaum ein anderer auch das Wrestling so weit vorangebracht. Ich glaube, die WWF wäre ohne Hulk Hogan nicht so weit gekommen. Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Irvin R. Shyster, IRS. IRS ist ja sozusagen die Abkürzung der Steuerbehörde in Amerika. Deswegen kam er auch immer vor wie so ein Salesman, so ein Taxman, der sozusagen immer seinen Aktenkoffer dabei hat. Er hat mit dem Million-Dollar-Man immer viel zusammengearbeitet. Ist ein cooler Charakter, konnte auch ganz gut wrestlen, muss man ja wirklich sagen. Was ich ein bisschen schade finde, hier sehe ich gerade, dieses Motiv hat man hier auch fürs Silberbild oder für das Programmbild verwendet. Hätte nicht sein müssen, auch diese Bilder sind sehr ähnlich. Aber trotzdem ein interessanter Charakter, er konnte sich auch präsentieren, das sieht man an den Fotos, richtig cool. Ja, Yokozuna, ein Sumo-Ringer und Wrestling, also er hat schon einiges auf die Beine gestellt, ist auch inzwischen verstorben. Hat Bret Hitman Hart besiegt um den Titel, war schon ein richtiger Koloss. Man muss ja echt dazu sagen, das ist schon ein sehr eindrucksvoller Charakter gewesen. Er war jetzt nie mein Lieblingswrestler, aber hallo, ein Sumo-Ringer und Wrestling, das passt perfekt, da geht eine Show nicht. Das ist so wirklich wie so ein Crossover, wie so ein Action-Kampf, also Wahnsinn. So, weiter geht es. Mr. Fuji, sein Manager, passt ja auch perfekt, ähnlich wie Paul Bearer zum Undertaker, passt Mr. Fuji auch perfekt zu dem Undertaker. Ja, und dann haben wir hier Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, auch ein Selbstinszenierer, richtig cool. Ja, richtig coole Bilder. Eigentlich viel zu wenig. Eine halbe Seite nur Shawn Michaels zu widmen, ist eigentlich traurig. Dem hätte eine Doppelseite gebührt. Weil andere kriegen eine Doppelseite, die nicht so erfolgreich waren wie er. Alan Bomb, auch ein sehr beliebter Charakter, auch wenn er bei uns ja nicht ganz so oft zu sehen war im Fernsehen im Deutschen. Er hatte ein paar eindrucksvolle Matches. Das Gimmick war richtig cool, war sehr, sehr durchdacht. Ja, aber er kam auch nie so groß raus, wie man es gerne gehabt hätte, sage ich mal so. Auch coole Bilder, absolut cool. Versuchte immer, sich in Szene zu setzen. Ja, hier Macho Man Randy Savage, eine der Legenden, genauso wie der, ja, wie Hulk Hogan, eigentlich auch einer der ältesten Wrestler, die noch sehr, sehr lange im Ring waren. Sehr, sehr cool. Hat übrigens auch im ersten Spider-Man mit Tobey Maguire einen Wrestler gespielt, wo Spider-Man zum ersten Mal als Spider-Man aufgetreten ist. Richtig cool. Ja, auch leider verstorben. Ach, so viele tot. So viele Legenden. Marty Jannetty, auch richtig cool, habe ich auch einmal live mitgesehen. War zuerst der Tag-Team-Partner von Shawn Michaels. Er wirkte immer wie der ruhigere von beiden. Wenn man aber die Hintergrundberichte erfährt, war er genau das Gegenteil. Er war einer, der Shawn Michaels doch ein bisschen mehr aus der Reserve geholt hat. Denn Shawn Michaels war eigentlich der, ja, ruhigere, ist kaum zu glauben. Ja, er hat aber als Einzelwrestler nie den Erfolg gekriegt, den Shawn Michaels dann bekommen hat. Warum auch immer. Obwohl er sehr gut wrestlen konnte, das muss man ihm lassen. Auch eine Legende, der Indianer Tatanka, richtig cool. Hat auch in Deutschland später noch gewrestelt und tritt immer noch mal auf Conventions auch auf, auch in Deutschland. So richtig coole Motive hier. Ich glaube, er war ja auch ein echter ja, Indianer von dem Ganzen. Ich hoffe es mal. Genau weiß ich es eigentlich gar nicht. Auch richtig cool. Immer wenn er das Kriegsbeil geholt hat und dann sozusagen seinen Tanz gemacht hat. Auch wenn dieser Gruß ein wenig seltsam gerade aussieht. Wenn man das so aus dem Kontext gerissen sieht. Ja, ein Charakter, den wir wirklich nur ganz kurz bei uns im deutschen Fernsehen gesehen haben, Ludwig Borger, so ein bisschen das nordische Biest, kann man fast sagen. War sehr brutaler Kampfstil, auch hier sehr groß, wahrscheinlich war er gerade aktuell sehr gehypt worden, war aber nicht lange beim Wrestling. Also jedenfalls war er nicht lange in der WWF. Irgendwie komisch. So. Die Main Events, die es damals gab, inzwischen gibt es ja noch ein paar mehr. Und ich sehe, hier fehlt mir ein Bild. Hier fehlt mir noch ein Bild. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist völlig übersehen. Die 149, die muss ich noch nachholen. Die muss ich noch nachholen. Ja, ich kann euch leider das SummerSlam-Logo nicht zeigen. Das habe ich komplett übersehen, auch als ich meine Auflistung gemacht habe. Ja, also King of the Ring, Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam. Ich werde hier ein Bild einfügen, kurz, damit ihr seht, wie das SummerSlam-Logo war. Ja, aber das muss ich sein. Das muss ich mir noch besorgen. Das habe ich in meiner Liste gar nicht gehabt. Somit ist es doch nicht ganz vollständig. Wahnsinn. Ja, der 1-2-3-Kid. Das sozusagen wie der Newcomer einen Alteingesessenen besiegt hat, indem er Razor Ramon besiegt hat. Man dachte, er ist ein 0815-Gegner, der gleich gepinnt wird, der gleich abgehauen wird. Er hat ihn besiegt und dann ist daraus eine riesen Storyline geworden. Sozusagen, man hat ihn stark gepusht. Später hat er mit Shawn Michaels und Diesel und Co. die Generation X mit begleitet. Er war ja auch bei der NWO später, weil er gewechselt hat zum WCW. Ja, richtig cool. Ja, er war schon eine coole Sau. Man hat sozusagen sich als Normalo mit ihm gefühlt, wenn er sozusagen mitgefiebert hat. Ja, hier, Razor Ramon. Auch eine absolut coole Sau. Leider jetzt inzwischen verstorben. Immer mit seinem Zahnstocher und hat immer diesen bösen Buben, den konnte er bis zuletzt. Es gab ja sogar das Gerücht, dass er selbst mal jemanden getötet haben soll in Notwehr oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, absolut cool. Ein cooler Charakter. Habe ich auch gerne gespielt, als ich gerne auf dem Mega Drive, das Royal Rumble, da habe ich auch ihn als Charakter neben Bret Hart sehr gerne genommen. The Beast from the East, Bam Bam Bigelow. Ein Koloss. Richtig coole Motive hier, muss man auch sagen. Man kann ihn aber unterschätzen. Also der konnte kämpfen wie kaum ein anderer. Allein der King of the Ring Kampf zusammen gegen Bret the Hitman Hart, das Finale, ging fast eine Stunde. Der hat gepowert, der konnte vom obersten Seil springen, der konnte hochspringen, der konnte... Das kann man seiner Statur, hätte man es gar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Großartiger Wrestler, leider auch nicht mehr unter uns. Jedenfalls nicht mehr unter uns. Luna Vachon, die Managerin von Bam Bam Bigelow, war aber auch eine Wrestlerin, die damals nicht so gezeigt wurde, weil Frauenwrestling war sehr, sehr selten in den Jahrgängen bei der WWF. Kam auch aus einer Wrestling-Familie. Der Vater war auch Wrestler. Ja, auch richtig cool. Richtig cool. Bestien Buga, ja, so eine komische Drecksau. So ein bisschen auf Yokozuna-Style, so ein bisschen auf Dreck das Ganze gemacht hat. Ich fand ihn nie so berauschend. Ich glaube auch nicht, dass er bei uns viel gezeigt wurde. Ich kenne ein paar Matches, aber das war es auch. Nicht so ein schönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, passt zur Zeit, zur verrückten Charaktere, aber war nicht meiner. So, Crush, auch sehr beliebt, auch viel zu selten im deutschen Fernsehen gezeigt worden. Richtig cool. MVP, kann ich nichts zu sagen. Ich habe nicht ein einziges Match im deutschen Fernsehen gesehen. Er mag im amerikanischen mehr zu sehen gewesen sein. Er war vielleicht bei dem Battle Royale, werde ich ihn gesehen haben, aber so richtig als Einzelmatch habe ich kaum was von ihm gesehen. Ja, da fällt mir nichts zu ein. Ich kann dazu nichts sagen, es sind coole Bilder. Vielleicht lag es daran, Baseball wird in Deutschland nicht gezeigt, sodass man im Endeffekt ihn nicht so zeigen wollte. So, hier mit zwei Manager, Harvey Whippleman und Bobby the Brain Heenan, auch Moderator später. Harvey Whippleman war übrigens der den Undertaker damals zur Survivor Series als erstes Mal mit in die Halle begleitet hat. Doink the Clown, ein durchgeknallter Clown, der war für jeden schwarzen Humor Spaß zu haben. Man sagt natürlich auch, dass verschiedene Wrestler unter seiner Maske waren. Also es soll nicht immer der gleiche gewesen sein. Wer genau darunter war, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Es waren wohl verschiedene Wrestler. Naja, später kam er noch mit seinem Mini-Doink, auch richtig witzig. Auf jeden Fall ein cooler Charakter, passt zu dieser Zeit. Ein großartiges Tag-Team, die Steiner Brothers, auch sehr klassisch angehaucht, eben halt auch wie Bob Backlund. Er trägt hier auch der Scott Steiner, ja, müsste Scott Steiner sein, diesen typischen Ringerschutz für die Ohren, weil sonst haben die Blumenkohlohren bekommen. Das sind halt, wenn die Äderchen im Ohr platzen, dann schwellen die Ohren an und werden so ein bisschen blumenkohlartig, hat man gesagt. Das ist etwas, was, ja, wie soll ich sagen, heutzutage, dass es nicht heilbar ist. Wenn das passiert, dann passiert das leider. Auf jeden Fall richtig cool. Man on a Mission, so ein bisschen das, passend zu Amerika, so ein Team sozusagen, so ein Rapper-Team kann man fast auch sagen. Mom wurde es auch genannt, Man on a Mission. Ne, Mo Mabel und ihr Manager Oscar, ja, waren, glaube ich, in Amerika mehr gehypt, als bei uns es lief. Mabel wurde noch King of the Ring, aber er war nie der beste Wrestler. Also, dass er überhaupt King of the Ring werden konnte, fand ich ein bisschen weit hergeholt. Da haben sie ein paar andere, die stärker waren, eigentlich rausgeworfen. Ich denke, es ist ein Pushen gewesen. Sie wollten ihnen mehr Erfolg geben, vielleicht auch wegen dem Image, weil dunkelhäutige Wrestler vielleicht nicht so viele gab damals, dass sie mehr im Mittelpunkt stehen. Kann durchaus möglich sein. Ansonsten fand ich sie ja hautfarbentechnisch sehr bunt, die Wrestling Federation. Aber es ist halt nicht immer einfach. So, hier haben wir zwei Matches. Oder zwei, die Quebecers, ich nehme die mal vorab, die aus dem Mountie bestehen, der als einzelne Kämpfer auch erfolgreich war, und mit seinem anderen Kollegen, dem Jacques und Pierre jedenfalls, die waren beide richtig gut, die konnten richtig gute Tag-Teams machen, habe ich auch gerne geguckt, waren auch häufiger zu sehen. Well Done, ja, die, so zwei Schönlinge, die kamen nicht wirklich gut an. Die ein paar Matches waren, aber die waren auch schnell wieder verschwunden. Wenn das Gimmick nicht zog, dann, ja, was soll man dann sagen? Bei diesen zog das Gimmick, sie waren super beliebt, die Headshrinkers, ja, sozusagen, als ob die Kannibalen der Wrestling-Generation, Momoa-mäßig, glaube ich, waren auch irgendwie gute Bekannte von, weil ja aus Hawaii, glaube ich, stammen, waren gute Freunde von The Rock, Dwayne The Rock Johnson und Rocky Maldiva, ja, ich komme seinen Nachnamen gerade nicht, dem Vater von Dwayne The Rock Johnson, der war ja auch Wrestler bei der WWF. Auch wenn es ja Generationen davor ist. Richtig cool. So. Die Heavenly Bodies und Jim Cornette. Jim Cornette ist ein Manager, der schon wesentlich länger dabei war. Die Heavenly Bodies, ja, die wollten auch mehr sein, als sie waren. Ähnlich wie die Well Done Team gab es auch nur eine Zeit lang und dann waren sie auch relativ schnell verschwunden. So ein bisschen im Style von Ric Flair mit den Umhängen, aber das war es auch. Die waren wirklich ganz, ganz schnell irgendwie nicht gezeigt worden und kamen auch nicht gut an. Aber sie haben sich so ein bisschen, ja, bekriegt sozusagen. Ja, die wesentlich beliebter waren damals die Smoking Guns, Billy und Bart Gunn, konnten gut wrestlen, waren später auch einzeln ein bisschen aktiv. Der Billy Gunn, glaube ich, war mehr einzeln und ja, richtig cool, Smoking Guns. Das Cowboy-Thema, das zog ja auch immer. Ja, die Bushwhackers. Einer ist, glaube ich, jetzt inzwischen verstorben. Legenden, die waren eigentlich richtige, gute Wrestler waren sie nie. Sie waren Show-Wrestler, ganz wie es steht. Man sieht es an den Motiven. Sie haben unheimlich gern posiert. Die haben für gute Laune gesorgt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie am meisten oder noch in der WWF so lange waren. Es ging einfach darum, dass sie ein bisschen kämpften und einfach für gute Laune in der Halle sorgten. Sie hatten einfach diesen durchgeknallten Style, diese australischen Hinterwälder, kann man sagen. Einfach, sie sollten für Fun sorgen. Und Fun war ja auch wichtig, dass das Publikum gut unterhalten wird. Und das konnten die beiden immer bestens. Habe ich auch mal live auf meiner Tour gesehen. Auch, ja, war beeindruckend. So, hier haben wir noch die Titel. Der World Wrestling Federation, Interkontinental-Titel und der Tag Team Titel. Ja, und somit ist das Album ja bis auf 1 komplett. Hier sehen wir nochmal Crush für das deutsche WWF Magazin auf dem Plakat. Hier ist, seht ihr, 2 Mark hat das Album gekostet. Also, ein Bomb-Poster, ja, richtig cool. Ja. Und das war dieses Let's View von dem World Wrestling Federation Sticker-Album mit dem Undertaker drauf. Es gibt noch weitere, ich habe aber nur dieses eine Album. Ja, und das soll jetzt der Let's View gewesen sein, auch wenn ich ein bisschen eher gemacht habe, weil ein Bild fehlt. Ich wollte es eigentlich machen, nur wenn es vollständig ist. Ja, das habe ich übersehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ne? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Talkt mit mir unten in den Kommentaren über Wrestling und Co. Ne? Habt ihr es auch gesammelt? Ne? Das Album. Ach, wie findet ihr das? Wie fandet ihr die Motive? Welches war eure Lieblingswrestler? Alles unten in die Kommentare und wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!